Okay, dann mache ich mal eben Aufnahme an. Herzlich willkommen zur 18. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute ist der 28.12. Nicht viel los im Mumble. Wir beginnen mit 3 Minuten Verspätung um 20:33 Uhr. Mein Name ist Vaku, ich werde die Sitzung leiten und der liebe Elder macht das Protokoll. Anwesend sind der Rolf, der Martin, die Vaku und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig und hätten als erstes mal das Protokoll der letzten Sitzung abzustimmen. Gibt es da Enthaltungen oder Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir das einstimmig angenommen und machen weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Der ist Landes entschuldigt. Deswegen mache ich mal direkt weiter mit meinem Bericht. Das ist jetzt auch nicht viel. Ich war am 15. Dezember in dem WKO-Mumble. Dann habe ich da im Anschluss ging eine Mail rum zu den Plakaten zur Bundestagswahl, wie viele davon noch vorhanden sind und so weiter und so fort. Ticketnummer 513924. Das habe ich dann eruiert aus unseren Aufzeichnungen und beantwortet. Dann habe ich mal ein bisschen Plakatpreise mir angeschaut. Ein Angebot von der Druckerei in Bad Triburg liegt uns vor, wo wir auch die Landtagswahlplakate bestellt haben. Das habe ich mal so ein bisschen verglichen mit wir machen Druck- und Flyeralarm. Das ist in dem Ticket 513918, wenn ihr euch das mal angucken wollt. Und ansonsten nur so Kleinigkeiten, ein paar Spams aussortiert und ja, Kekse gebacken, Geschenke eingepackt, Weihnachten gefeiert. Wenn es Fragen gibt zu unseren Vorstandsberichten, machen wir das am Ende, wenn wir alle durch sind. Als nächstes wäre dann der Wolf dran. Ja, hallo. Also ich habe am 15.12. das Jitsi-Treffen mit Bundesstaatsmeister und Landesstaatsmeistern zur Haushaltsplanung mitgemacht. Ich war am 19.12. in Köln bei der Zweckverbandsversammlung, nennt sich das. Das ist analog, weil das ein immerhin noch relativ großes Kreditinstitut ist, das drittgrößte in Deutschland. So was Ähnliches wie der Aufsichtsrat, vertretungshalber. Hab dann Vorstand mitgewählt, den Haushalt diskutiert und ansonsten halt eine Vollmacht für die Duisburger ausgestellt, damit die ihr Konto auflösen können. Antrag auf Beitragsminderung bearbeitet, Spam gelöscht und so. Ja, und Weihnachten gefeiert. Danke dir und als nächstes Isan. Danke. Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich habe Social Media gemacht, war bei der AGA-Sitzung am 20., habe ein paar Tickets geschubst und ansonsten auch mal ein paar Tage halblang gemacht, hauptsächlich aus Krankheitsgründen. Danke dir und Martin. Ja, ich habe die Weihnachtsfeier der Fairbotter Fraktion organisiert und dann teilgenommen. Es waren 12 Mitglieder da und außerdem gab es eine Öf zur Öffentlichkeitsarbeit unsere jährliche Kalenderaktion. Dazu gehen wir immer auf die Straße und des Weiteren habe ich noch ein wenig den Blog und Facebook aktualisiert. Ja, das war's. Danke dir. Du hast eigenartige Nebengeräusche. Hörte sich fast so an, als wenn einer auf einer mechanischen Schreibmaschine neben dir schreibt. Ja, jemand hat hier gerade den Drucker angeworfen, der neben meinem Schreibtisch steht. Okay. Gut. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Dann mache ich weiter. Berichte, Statistik, Mitglieder. Stand von heute 1379, davon stimmberechtigt 617.
Dann haben wir einen etwas älteren Barkassenbestand vom 31. Mai, 158,48 €. Weiter geht's mit den Bankkonten, GLS-Girokonto 8.777,88 €, Zinsertragskonto wie immer 29,99 €, Stadtsparkasse Düsseldorf Girokonto 63.458,89 € und das Renditenkonto 186.713,11 €. Die VKV-Kontostände immer in der aktuellsten Übersicht findet ihr auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de unter dem Menü Kontostände. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Das ist nicht der Fall, dann mache ich weiter mit den Terminen. Ich muss mich auch mal ab und zu mal so ein bisschen räuspern. Am 29.12., also morgen, ist wieder die WKO-Sitzung im NRW-Mambel um 19:30 Uhr. Am 3. Januar wieder AGÖA-Sitzung im Mambel um 19 Uhr. Dann haben wir zwei Deadlines von der Bundesgeschäftsstelle bekommen. Einmal für die unbestätigten Unterstützungsunterschriften, und zwar ist das der 31.01. Und für die bestätigten Unterstützungsunterschriften ist es der 1. März 2024. Noch nicht terminiert, aber angedacht für April 2024, wird unser Landesparteitag sein. Dazu gibt es auch schon eine Wiki-Seite. Also Anträge können gestellt werden und kandidieren kann man auch, wenn man möchte. Dann habe ich am 8.6. hier noch den CSD in Bielefeld stehen und am 9.6. die Wahlen zum Europaparlament. Haben wir noch was vergessen an Terminen? Gut, wenn ihr in euren Kreisverbänden Termine habt für unseren NRW-Kalender, also eure Stammtische oder Infostände oder Vorstandssitzungen oder ähnliches, und ihr findet die nicht auf unserem Kalender, dann bitte einmal an Vorstand-App schreiben, teilt uns das mit, damit wir möglichst vollständige Übersicht über die Aktivitäten in NRW haben. Dann haben wir keine Anträge an den Landesvorstand zur heutigen Sitzung. Wir hatten einen Antrag im Umlauf, und zwar haben wir mit Ticket 5139171 ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. Und dann wären wir bei Aktuelles aus den Kommunen NRW. Ich habe da mal eingetragen. Die Klausurtagung Gruppe Piraten im Kreistag Mettmann. Wir haben da als Landesvorstand auch eine Einladung erhalten für den 13. Januar. Das findet in Hahn statt. Ticket ist im Vorstandsbereich. Martin, du bist sowieso da, ne? Ja, ich wurde auch eingeladen und bin da, weil als Kreisangehöriger Stadtrat muss man da sowieso einige Sachen mit der Gruppe zu den Haushaltslagen abstimmen. Ja, und wer sonst noch Lust hat vom Landesvorstand, der soll sich dann einfach per E-Mail an den Thomas Küppers wenden. Von dem war, glaube ich, die Einladung. Ja, genau. Okay. Haben wir sonst noch Aktuelles aus den Kommunen NRW? Ja, das ist nicht der Fall. Dann haben wir. Ah, der Herr Beckmann, hallo. Hallo, guten Abend, Barco. Ich glaube, hoffentlich kann man mich verstehen. Ja, kann man. Gut, Freunde, ich bin jetzt gerade Antrag zu schreiben wegen der Fahrerei, wegen den Kontoausschüssen. Kann ich alle Fahrten zusammenfassen oder muss ich für jede einzelne Fahrt einen Reisekostenantrag schreiben? Wolf, möchtest du da antworten? Also generell kann man das zusammenfassen. Ich könnte aber momentan nicht sagen, auf welchem Formular man das machen würde.
Nutzt das Formular, was wir haben, und schreibt halt mehrere Daten und Fahrten rein. Geht ja gar nicht um so große Beträge und Entfernungen. Ja, voll, das sind, also, du hast mal ja diesen Reiseantrag als PDF gegeben. Wenn du gesagt, ich muss jetzt für jede Fahrt zur Kasse dann Reisekostenantrag machen, mal schreiben, dann schreibe ich das, dann rufe ich die aus und schicke die dir zu. Habe ich kein Problem mit, ne? Wolf hat ja schon gesagt, kannst du zusammenfassen. Vielleicht machst du irgendwie eine Excel-Tabelle und dann hängst du. Mach ich das so, ich schreibe alles zusammen und mache eine Aufschlüsselung. Machen wir das so? Genau, schreib diverse rein, siehe Anlage und beifügen und gut ist. Ja, danke. Okay. Aber Gegenfrage, ich habe das ja unterm Tätigkeitsbericht aufgeführt. Ihr habt diese Stellungnahme bekommen. Werdet ihr da jetzt aktiv werden? Welche Stellungnahme? Das ist ein Schreiben an die Sparkasse. Das könnt ihr euch ausdrücken, mitnehmen und dann bei euch ums Konto kümmern. Dafür ist das gedacht. Nee, eigentlich nicht. Heute mein Briefkasten abgefragt, da war nichts drin. Kann aber nochmal nachgucken morgen. Vielleicht war morgen was drin. War heute Mittag, wann hat es geguckt? 15 Uhr? E-Mail. Da war noch nichts. Okay. Ist schon seit ein paar Tagen raus, Wolf, oder? Ich meine, ja, das habe ich kurz vor Weihnachten oder so gemacht. Ja, genau. Das war der zweite. Und zwar als Antwort auf die Anfrage. Weißt du nicht, ich habe also heute die Post abgeholt, da sind nur die Kontoauszüge drin. Eine E-Mail, ja. Rainer. Habe ich heute keine gekriegt, also muss ich nochmal nachgucken, gleich nach 15 Uhr. Wolf, hast du gerade nochmal die Ticketnummer zufällig? Oder Isa? Muss ich gucken, kleinen Moment. Das ist die 513784. 513784. Genau, danke schön. Für mich sieht das so aus, Wolf, dass du das kommentiert hast, aber nicht als Antwort geschickt hast. Kann das sein? Okay. Dann schicke ich das dem guten Reinhard einfach nochmal zu. Ja? Gut, ich gucke meinen Briefkasten am Morgen mal um 15 Uhr nach, ja? Ja. Bis dahin hast du jeden Fall. Ich schicke das einfach nochmal. Sowieso ein Neujahr, da muss ich sowieso erst wieder ins Krankenhaus und darüber weiter, ne? Okay, wenn wir sonst nichts haben aus den Kommunen, mache ich weiter mit aktuelles Europawahl. Da haben wir nämlich eigentlich nichts. Wir haben hier immer verlinkt die Planungsseite vom Bund, unser Planungsblatt NRW. Was noch ansteht, sind die Videos, die wir dann auf unsere Webseite packen von unseren beiden NRW-Kandidaten. Ja, sonst ist da soweit nichts Neues. Sonstiges Wichtiges. Ich habe nochmal die Flyer hier reingeschrieben, die Nachfrage, die war nicht so besonders groß bisher. Isan, kannst du da vielleicht nochmal auf Social Media das verbreiten, dass wir die haben? Weil sonst muss ich die irgendwann entsorgen, das wäre ja auch blöd. Nee, klar, mache ich.
Soll ich auch noch mal einen Reminder über die NRW-Infomailing-Liste schicken oder ist das doof? Warum sollte das doof sein? Wir schicken ja jetzt nicht pausenlos irgendwas, da kann sich eigentlich keiner beschweren. Ja, dann mache ich das jetzt noch mal im alten Jahr. Okay. Gut, dann hatte ich Budgetplan noch mal hier vermerkt im Pad. Wir hatten ja schon drüber gesprochen und wir wollten ein Doodle machen zur Terminfindung. Da habe ich dann so leichtfertig gesagt, ja klar, kann ich ja machen, aber ist ja vollkommen blöd, weil das müsstest du machen. Du müsstest dir so 4, 5 Termine im Januar raussuchen, wo du kannst, und sonst macht das ja gar keinen Sinn. Oder du nennst mir die Termine, dann kann das diesen Selektor anlegen, kann ich gerne machen. Aber ja, wenn gut, dann schaue ich mal, weil ich muss mal gucken, wegen zum einen wegen Ausschusssitzung, Fraktionssitzung, dass da nichts ins Gehege kommt, kann ich dir, wenn du mir das Anlegen der Terminabfrage abnehmen kannst, das wäre toll, dann schicke ich dir per Telegram die Termine gleich im Anschluss an die Sitzung noch zu, ja? Ja, super. Machen wir das so. Gut. Okay, LPT 24.1. Ich habe, wie besprochen, die Seite da ergänzt. Wir werden also auch Wahlen haben auf unserem nächsten Landesparteitag. Zum einen Schiedsgericht Nachwahl. Wir haben ja nur 2 Richter bisher. Und dann Vorstandsnachwahlen, das sind 2 Ämter, einmal natürlich PolGF, weil der Janis zurückgetreten ist, und was halt auch noch laut Satzung möglich wäre, wäre eine zweite Vorsitzende, mein Gott, ja, ihr wisst, was ich meine. Also die Kandidatenseite habe ich auch angelegt. Und dann kümmere ich mich noch um die Anträge, hatten wir ja besprochen, zur Auflösung von KV Köln und KV Hagen. Locationmäßig habe ich leider noch nichts gehört. Das wird jetzt auch mindestens mal dauern bis nach den Weihnachtsferien, da es da hier um Schulen geht und dann während der Ferien da auch keiner erreichbar ist. Ich hoffe, dass ich dann, ich weiß nicht, wie lange die Ferien gehen, in der ersten Woche, wo die Schule dann wieder beginnt, auch eine Antwort habe. Gut, haben wir noch was für sonstiges Wichtiges? Haben wir was für NÖ heute? Ja, ich denke schon. Falls ihr Interesse dran habt, am Ergebnissen oder Verlauf vom 15.12. Ja, ich ja. Dieter. Okay, dann werde ich aber vorher die Sitzung schließen. Nächste Landesvorstandssitzung ist dann in 14 Tagen am 11. Januar 2024 wieder im NRW Mumble um 20.30 Uhr. Und damit schließe ich die Sitzung um 20.52 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank, Marco, fürs Moderieren und vielen Dank, Elde, fürs Protokollieren. Genau, dem schließe ich mich an. Bis gleich. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss. Ich auch. Ciao, ciao. Ciao. Wir wollen, dass Technologie zum Nutzen aller eingesetzt wird. Nicht zur Massenüberwachung. Wir kämpfen.